Es gibt noch einen zweiten Wahlkreis, der wird auch noch mal neu ausgezählt wegen der CDU-Kandidatin, die ich glaube mit 42 Stimmen unterlegen hat. Aber da sieht man mal, wie es funktioniert, wenn die Richtigen sich benachteiligt fühlen. Hochgradig interessant, oder? Wenn eine massive Kritik anmeldet und berechtigte Zweifel geltend macht, dann ist es natürlich eine Verschwörungstheorie, weil der ist ja von den Freien Wählern. How dare you? Es ist ein Trauerspiel, was in diesem Land abgeht. Aber die geschätzten Ergebnisse 4 Tage nach Abschluss des Ereignisses, also die gehen doch wirklich auf keine Kuhhaut. Was soll denn da noch kommen? Was haben die denn die letzten 4 Tage gemacht? Da gibt es da eigentlich auch Deadlines, bis wann das ausgezählt sein muss? Ja, offenbar nicht, denn laut RBB 24, öffentlich-rechtlich wohlgemerkt, eigentlich am Futtertrog der Politik sitzend, war es gestern nach wie vor noch das vorläufige amtliche Ergebnis. Ich glaube, bis heute hat sich da auch noch nicht viel dran geändert. Also ihr seht, es ist einfach nur unfassbar. Sehen die beiden Mitarbeiter der Redaktion übrigens ganz genauso. Am Anfang war der Staub und dann ging es ab. Ich hätte nicht sagen sollen, dass ich verheiratet bin. Jetzt denkt er doch, ich gehe sofort in Mutterschutz. Ist doch so. Ich bin da genau drin. Wenn jetzt nicht das Erste kommt, wann dann? Ich gehe noch mal rein. Das geht nicht. Dann denkt er erst recht, wenn es mir so wichtig ist, dass ich extra noch mal reinkomme. Oder? Ach, natürlich. Was frage ich auch die Konkurrenz? Blöd. Naja, Sie haben gute Chancen jetzt. Ich habe Hunger. Ich krieg immer Hunger, wenn ich so lange warten muss. Wenn es mal wieder länger dauert. Dankeschön. Natürlich sollten Sie nicht noch mal reingehen. Nein, natürlich nicht. Das war nur der erste Schock gerade. Und man kann ja auch nicht alles richtig machen. Sie haben ja sicherlich auch irgendwas gesagt. Nein. Ich war nicht ganz zufrieden. Klar, im Nachhinein fallen einem nur 1000 Kleinigkeiten ein, die man hätte besser machen können. Aber so einen großen Schnitzer. Ja gut, aber es kommt ja Gott sei Dank hauptsächlich auf die Qualifikationen drauf an. Ach, und da sehen Sie sich im Vorteil? Auslandssemester? Ja. Auslandspraktika? Ja. Inlandspraktika? Ja. 4 Fremdsprachen? 5. Fließend. 5. Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Schweizerdeutsch. Also 4,5. Schweizerdeutsch kann man ja wohl nicht als Ganze betrachten. Da waren Sie wohl noch nie geschäftlich in der Schweiz. Die denken eh, dass wir Deutschen Ihnen die ganzen guten Jobs wegnehmen. Gerade in der Wirtschaft. Und wenn Sie dann nicht einmal das Wort Schweizerdeutsch reden, dann aber kurz nachgehen. Ach, kommen Sie eigentlich gerade von einem Date? Wie? Naja, ich dachte nur, wer seinen Ausschnitt bis zum Bauchnabel trägt, hatte vielleicht keine Zeit mehr, sich vorher umzuziehen. Eine Brust macht noch kein Porno. Und ein Kalenderspruch noch keine Orakel. Man muss halt wissen, wie man sich gut verkauft. Sie sind ja das Klischee von einem Klischee. Wer hat denn gerade gesagt, ich hätte nicht sagen sollen, dass ich verheiratet bin? Aber doch nicht, damit er denkt, er könnte mich jetzt gleich auf dem Kopierer vernaschen. Sie kennen auch nur Extreme, was? Also. Hochschlafen hat nur etwas Erniedrigendes, wenn man es nicht gerne tut. Sie sind ja ein richtiges Luder. Danke, dass Sie noch kurz gewartet haben. Aus rechtlichen Gründen muss ich das ablesen. Vielen Dank. Pfeife und der Hund kommt. Hör mal, Bauer.
Wir müssen sich beeilen, dann werden wir gleich pitschenass. Mensch, Theodor, tu mir mal ganz schnell meine Stiefel holen. Wieso ich? Hole deine Stiefel doch selber. Bin ich hier der Bauer oder du? Der Bauer hat gesagt, ihr sollt euch beide nackig machen und ich soll euch mal so richtig rannehmen. Was? Das glaube ich nicht. Ja, sicher doch. Das wird ja nie von uns verlangen, oder? Ich kann den Bauer ja noch mal fragen, wenn ihr mir nicht glaubt. Ey, Bauer! Beide? Sicher! Beide, du Idiot! Wenn's mal wieder länger dauert, bis es was zu beißen gibt. Schnapp dir ein Snickers. Snickers. Und der Hunger ist gegessen. Hüte dich vor ihr, Leon. Geh noch mal die Schulbank drücken. Hey Dennis, wie geht's dir? Wir haben uns seit dem Mathematikstudium nicht mehr gesehen. Was machst du so? Hallo Marcel. Ja, mir geht's derzeit nicht so gut. Ich bin etwas unzufrieden mit unserer Mathematik. Und deswegen habe ich mich jetzt übrigens dem gemeinsamen Wegweg angeschlossen. Oder wie wir es auf Griechisch auch nennen, den synodalen Weg. Okay, interessant. Also das klingt wirklich interessant. Was ist euer Anliegen? Wir wissen ja, dass die Mathematik so ein Hassfach ist, gerade bei vielen Frauen, ne? Und die meisten MINT-Fächer, die werden sowieso von Männern dominiert. Da muss mal echt ein frischer Wind rein. Mhm. Ah ja, und wie wollt ihr das machen? Wir wollen die Mathematik wieder näher zu den Menschen bringen. Wir wollen sie etwas demokratisieren und diese ganzen rechthaberischen Strukturen aufbrechen. Auch wollen wir endlich, dass Konsequenzen für diesen ganzen Missbrauch kommen. Du meinst die Physik, die auf einer mathematischen Expertise aufgebaut ist, die sogar zu Atombomben genutzt wird? Ja, es ist wirklich übel, was Menschen damit machen können. Ja, unter anderem. Aber was heißt Expertise? Also das schreiben die sich ja selbst zu, ne? Seit Ewigkeiten lassen die Physiker nur Physiker in ihre Labore und wir Mathematiker müssen einfach draußen bleiben. Also ich finde, jeder lernt doch schon in der Grundschule rechnen. Das kann nicht angehen, dass die uns einfach immer ausschließen, diese ganzen Physiker, ne? Einstein, wie sie alle heißen. Die glauben, die haben die Wahrheit für sich gepachtet. Wahnsinn. Und was gedenkt ihr zu tun? Um die Macht der Physiker zu brechen, müssen wir ganz unten ansetzen. Wir haben uns überlegt, dass wir den Satz des Pythagoras reformieren wollen. Denn Mathematik braucht unbedingt Reformen. Wir schlagen deshalb vor, dass ab sofort gilt als Satz des Pythagoras a Quadrat plus b Quadrat ist gleich 42. Was? 42? Der Satz des Pythagoras ist doch nicht willkürlich reformierbar. Marcel, du Fundamentalist, natürlich ist der reformierbar. Nur weil du jetzt 2 Jahre Bachelor-Mathe studiert hast, denkst du, du bist jetzt der größte Mathematiker aller Zeiten, oder was? Nein, nicht ich. 1 + 1 = 3. Das finden manche voll blöd. Das ist ja gar nicht 7. Und darum wollen die jetzt Dreisatz, dogmatische Rechnung. Leute, ihr, die Mehrheit, dürft entscheiden. 1 + 1 ist wie viel? 3? Oder 3? Oder 3? Und wer anderer Meinung ist, wird verbrannt. Und für die Neugerechneten noch eine Hausaufgabe. Rechne mal nach, wie viele Monate Jesus gewirkt hat. Der Sohn des Allwissenden, allwissend gleich Antwort auf alle Fragen. Die Hirten meines Volkes haben den Verstand verloren. Sie haben überhaupt nicht danach gefragt, was der Herr von ihnen will. Deshalb ist ihnen auch nichts mehr gelungen.
Die ganze Herde ist ihnen davongelaufen. Hört her! Ein gewaltiger Lärm brandet von Norden heran. Die Städte Judas werden zerstört werden. Sie werden zur Behausung von Schakalen verkommen. Jeremias Gebet. Ich weiß, Herr, dass das Leben eines Menschen nicht in seinen eigenen Händen liegt. Es kann auch niemand seinem Leben von sich aus eine bestimmte Richtung geben. Bestrafe mich, aber tue es in Maßen. Schütte deinen Zorn nicht über mich aus. Du würdest mich damit vernichten. Gieß deinen Zorn über die Völker, die dich nicht erkennen wollen, und über die Stämme, die dich nicht anbeten. Denn sie haben dein Volk Israel verschlungen und das Land verwüstet. We'll be right back.
Sprüche Kapitel 24, die Verse 28 und 29. Tritt nicht als falscher Zeuge gegen einen anderen auf und verbreite keine Lügen. Und sage nie, wie er zu mir war, so bin ich nun zu ihm. Jetzt kann ich ihm alles heimzahlen. Soweit der Bibeltext für heute. Die Losung steht heute in Hesekiel 20, Vers 11. Ich gab ihnen meine Gebote und lehrte sie meine Gesetze, durch die der Mensch lebt, der sie hält. Und dazu aus Philipper 4, Vers 8. Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Freitag. Und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid, wenn wir weiterlesen. Bis dann. Tschüss.